Ja, AppWee Advanced Scripting. Ich hoffe, es wird diesmal auch gut aufgezeichnet. AppWee Advanced Scripting. Ich habe hier so einige Geschichten zusammengesucht, die mir so im Laufe der Zeit über den Weg gelaufen sind oder untergekommen sind, wo wir mal so ein bisschen Probleme hatten, da Nüsse zu knacken hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genug mitgebracht habe, um jetzt hier die Stunde zu füllen. Müssen wir mal gucken, vielleicht müssen wir nachher ein bisschen zum Ende improvisieren. Aber ich habe halt euch halt etliche Fälle mitgebracht und einige vielleicht interessante Spezialfälle. Und auch noch ein bisschen Bonus, müssen wir mal gucken, ob das so klappt. Ich denke mal, das ein oder andere ist für euch interessant. Ich habe über viele Themen in dem Bereich auch gebloggt. Da gibt es einmal den englischsprachigen Blog andreasnick.com und dann gibt es meinen deutschen Blog software-virtualisierung.de, wo wir halt hauptsächlich Themen bloggen, die eher so im deutschsprachigen Raum interessant sind. Also zuletzt hatten wir ein ganz großes Thema, also mehrere Blogs zum Thema AppWee und Netscaler, wo es eben doch darum geht, Netscaler zum Beispiel zum Load Balancing zu benutzen. Das hatten wir vorhin auch in der Session. Ist vielleicht für den einen oder den anderen auch deswegen interessant, weil die kleine Express Edition von dem, die kann das schon, also ohne dass ich eine Lizenz einspiele. Und die kann man halt auch sehr genau und granular dazu bringen, bestimmte Dienste zu überwachen, ob die da sind oder nicht, und dann eben doch Active-Active die Publishing-Server nach außen zu bedienen. Das würdet ihr alles auf meinem Blog software-virtualisierung.de finden. Ich weiß, der Name ist blöd, aber weiß ich nicht, warum ich den damals genommen habe. Lang und mit Bindestrich gibt es bestimmt schönere Varianten. Jetzt ist er etabliert mittlerweile. Umlaut Und wäre noch schön gewesen. Umlaut wäre noch schön ja, gewesen. genau, so, ne? Süftware, Virtualisierung, genau. Das wäre dann mal. Dann wird es auch jedem klar sein, dass es für den deutschsprachigen Bereich und aber auch. Genau. Vielleicht würde der eine oder andere türkischsprachige auch denken, nee, das ist ein türkischer Block. Ne? Erdogan steht voll dahinter. Wer weiß. Naja, jedenfalls, ich habe die Sachen heute zusammengepackt hier. Ich werde euch vielleicht auch noch das eine oder andere hinterher erzählen. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie wir zeitlich durchkommen. Wir haben jetzt eine Stunde, glaube ich, bis 14:30 Uhr. Mal meinen Timer hier laufen lassen. Also jetzt genau 13:30 Uhr. Es wird mir, glaube ich, schwerfallen, die Stunde damit zu füllen, aber wir müssen mal gucken. Vielleicht hätte ich lieber eine 45-Minuten-Session draus machen sollen. Aber bestimmt habe ich auch vielleicht so viel zu erzählen zu den Dingen, dass das Ganze wiederum ganz schnell rumgeht. Genau. Wort für Wort, ne? Aber du kennst ja meine Vorträge schon von der PSUGH. Ich glaube, da haben wir auch eine Stunde rumgekriegt meistens, ne? Aber da hatten wir auch mehr PowerShell, das geht dann immer. Ne? Oh, wo liegt das jetzt daran? Wir haben hier ein Problem. Weiß ich jetzt nicht. Sollte man vielleicht mal die Fehlermeldung lesen, wäre mal eine gute Idee. Ist auch bei AppWee immer der Fall. Also schaut mal öfters ins Eventlog, da steht manchmal mehr drin, als man denkt. Und oft lohnt sich das halt auch bei AppWee mal ins Eventlog zu schauen. Gut, fangen wir mal an. Genau, erstmal die wichtigen Informationen. Ihr könnt mir auf Twitter folgen. Hier sind nochmal so die Blogs aufgeführt, die ich gerade schon erwähnt habe. Ich glaube, so die ein oder andere interessante Information ist dabei. Hier ist zum Beispiel ein völlig unterbewertetes Tool noch, was ziemlich viel mit MSI macht, auch vorhanden. Also vielleicht für den einen oder anderen auch mal interessant, da mal rüberzuschauen. Also ich habe sehr viele Tools programmiert im Laufe der Jahre. Kein so wirklich etabliertes, aber naja. Und zum Thema AppWee habe ich ein Buch veröffentlicht. Das ist mittlerweile schon vielleicht ein bisschen veraltet, aber die ganzen Windows 10-Geschichten stehen da auch schon drin. Ne? Also es das heißt ADK, Windows 10, wie man es integriert und viele, viele Informationen sind vorhanden, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Nachher verlosen wir auch noch zwei. Wer das Kärtchen noch nicht ausgefüllt hat, würde mich freuen, wenn ihr das entsprechend noch nachholen würdet. Planen tun wir da in dem Zusammenhang auch halt ein Newsletter und damit gibt ihr halt euch auch dafür das Einverständnis. Also nicht nur ein Newsletter zu AppWee, da gibt es ja kaum noch welche. Eher dann zum Thema MSIX, wenn es da mal neue Packaging-Tools gibt und so weiter. Würde ich mich freuen, wenn wir euch darüber informieren dürfen. Und das wird dann demnächst, hoffentlich, wenn das alles so klappt, dann auch dazu nochmal wieder ein Buch von mir geben. Man kann ja nicht stehen bleiben, man muss mit der Zeit gehen. Und ich denke mal, spätestens in 10 Jahren gehe ich zwar fast schon in Rente, aber dann haben wir auch MSIX etabliert, denke ich mal. Also letztendlich, man darf ja eins nicht vergessen. Also wenn ich sage zum Beispiel Script Support, dann kann das ja auch bedeuten, dass ich das Skript ins Paket lege. Und das funktioniert natürlich da auch immer. Ne? Also ich muss natürlich mein Paket umbauen. Aber letztendlich, es gibt immer Wege in der Paketierung, wie man irgendwas erreichen kann. Und es gibt auch Wege in der Paketierung, wie man irgendwas mit MSIX erreichen kann. Und ich weiß noch, wo wir mit AppWee 5.0 losgelegt haben, Ende 2012, so die ersten Projekte gemacht haben. Da haben wir Skripte gebaut.
Ne, da haben wir zwar lange für gebraucht, die Anwendungen haben dann hinterher irgendwann halbwegs funktioniert, aber das waren noch Skripte, ne, in den NetWee-Paketen, weil wir da irgendwelche Dinge ausgleichen mussten, ne, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Environment-Variablen zum Beispiel haben damals nicht richtig funktioniert. Musste man sich überlegen, wie es geht. Advanced Packaging. Hier wieder unser PSUGH-Logo, was ich mal gerendert habe. Das soll eigentlich nur das nochmal klar machen. Es geht hier wirklich um Advanced, deswegen so ein bisschen mit Gehirn. Gut, Gehirnschmalz. Und, ne? Jetzt funktioniert mein blöder Stick nicht mehr. Wieso denn das nicht? Das wäre ja schnell, ne? Habe ich zu viel Pointer genutzt? Ah, komisch. So, also das erste Pivot, PVAD, ein altes Eisen. Ne? Ich hatte jetzt gehofft, dass ich euch was Neues erzähle. Die Microsoft-Kollegen haben da eigentlich schon alles erzählt, was es da eigentlich schon wieder zu diesem Bereich gibt. Ich finde es immer wieder interessant, auch bei etablierten Kunden, die mal eine Schulung bei mir hatten, wenn man da ein paar Jahre später was macht, weil irgendwas nicht funktioniert hat, ist es ganz oft eben dieses Pivot, ne? Dass ich eben heute nochmal wieder eine Applikation baue, die eben zum Private Virtual Application Directory bekommt. Hier sieht man das in der Ansicht, im Dateisystem. Wir haben ja also übergeordnet das Filesystem, da gibt es hier den Root-Ordner, da sind dann unsere Dateien. Ganz häufig halt auch für Adobe-Produkte. Und hier kommt dann erst das VFS. Das heißt, diese Dateien sind direkt dem Root-Ordner untergeordnet. Und das wirkt sich halt auch anders aus darauf, wie die Applikation auf diese Dateien zugreift. Und ein Unternehmen, was wohl ganz, ganz viel da in der Richtung selber gestrickt hat, ist die Firma Adobe, weil ganz viele Produkte von denen laufen eben nur, wenn man das mit so einem PVD-Verzeichnis ausstattet. Das hat noch einen anderen Vorteil, weil das bringt nämlich auch noch einen Geschwindigkeitsschub. Das heißt, wenn ihr Anwendungen habt, die zum Beispiel Java-basierend sind mit tausenden Dateien oder JAR-Archiven, wo dann wiederum Class-Files in den JAR-Archiven liegen, und wie versucht da über irgendwelche Streaming-Techniken drauf zuzugreifen, dann ist das manchmal wirklich übel. Also so die eine oder andere Anwendung, die verdreifacht dann durchaus mal die Startzeit. Und zumindest ein bisschen ausgleichen kann man das, wenn man das eben mit PVAD paketiert. Die ganze Technologie ist erst relativ spät gekommen. Das war mit AppWee 5.1 SP. Technologie, die gab es schon lange. Also wir haben lange kein PVAD mehr, seit AppWee 5.0 SP2, da hat es Microsoft abgeschafft, oder SP3, bin mir jetzt gar nicht sicher. Davor musste man es immer angeben, das heißt, das war ursprünglich die Art und Weise, wie man immer paketiert hat. Das hat sich dann später geändert, einfach auch zum Beispiel, damit das Ganze mit Gruppenrichtlinien besser funktioniert, aber eben in vielen Fällen ist es so, dass Anwendungen, die sonst nicht laufen, wenn die mit PVAD paketiert werden, funktionieren werden. Und was man dafür machen muss, ist entweder in der Verknüpfung von dem AppWee Sequencer Enable Pivot Control oder diesen Registrierungsschlüssel auf dem Sequencer zu setzen. Wobei, ich bin ein Freund, das hier mit der Verknüpfung zu machen, weil dann kann ich mit zwei Verknüpfungen anlegen auf dem Sequencer. Meine Sequencer haben immer zwei Verknüpfungen, einmal für Pivot und einmal für Standard, ne? Also dass ich halt Standard sequenziere. Und wenn ich dann zu den Kunden fahre, die das irgendwie, weiß ich nicht, die irgendwelche Projekte da liegen haben, diese partout nicht zum Laufen bringe und sequenziere das dann einmal mit Pivot, dann freuen die sich richtig, weil die haben sich da schon die Zähne dran ausgebissen. Also wie gesagt, das Erste halt quasi, was man probieren kann, ist Pivot zu sequenzieren. Aber ich vermute mal, für euch ist das alles schon altes Eisen. Oder vielleicht für den einen oder anderen nicht. Hoffe ich mal. So, genau. Was vielleicht noch interessant ist, Office 2013, 2016, ODT, also das alles, was Microsoft baut mit Office 365, mit dem integrierten AppWee-Client in Office 365 und mit den echten AppWee-Paketen, die übers ODT produziert werden, die sind alle mit Pivot, also quasi mit so einem Root-Verzeichnis versehen. Ob das sein muss, weiß ich gar nicht. Ich habe es nie probiert, das mal umzubauen. Wäre vielleicht mal interessant, aber Microsoft nutzt das als Standard für eigentlich die Hauptanwendung auf jedem PC. Spannend. Oh, komisch. Woran das jetzt liegt? Also es ist nicht notwendig für die vier Adobe-Produkte, die da stehen. Aber für alle anderen. Diese Adobe-Produkte,
notwendig. Ah, nicht nur für Adobe-Produkte, siehst du? Nicht nur für Adobe-Produkte. Also das sind nur einige hier. Es gibt eine ganze Liste. AutoCAD zum Beispiel gehört auch dazu. Oder DWG TrueView sieht man relativ häufig draußen. Aber auch etliche Office-Plugins habe ich paketiert, die das wirklich gebraucht haben. Und ich versuche es wirklich immer zu vermeiden. Eigentlich ist der schönere Weg, wirklich alles ins VFS zu packen. Aber man wird halt häufig enttäuscht an der Stelle. Also man weicht damit quasi auch wiederum diese Gesamtblase wieder auf, wenn man zum Beispiel Verbindungsgruppen baut. So, du magst es sauber, ja. Wie Templates, ich denke mal auch ein altes Eisen für viele. Trotzdem wird es halt oft nicht verwendet. Und wir hatten lange Zeit und immer wieder die Diskussion, sauberer Sequencer oder nicht. Also wir haben zum Beispiel einige spezielle PowerShell-Skripte, die dann nochmal viel, viel mehr wegschmeißen. Microsoft braucht ja heute eigentlich gar nichts mehr. Also letztendlich auf dem Windows 10, da nutze ich das ADK, um Sequencer zu verteilen. Und da meckern halt nicht mal mehr rum heute. Ne? Früher war es so, Sequencer hat gemeckert über irgendwelche Dienste, die da noch laufen. Ich glaube, Upgrade-Dienst meckert da noch an jetzt aktuell, aber das war es auch schon. Und über irgendwelche Virenscanner ist relativ wenig geworden. Da passiert vielleicht auch im Backend relativ viel automatisch, aber man darf eins nicht vergessen, nämlich, dass viele Dienste irgendwelche Einstellungen loggen und dass viele Dienste irgendwelche Einstellungen loggen und und natürlich dann während der Aufzeichnungsphase diese Sachen im Paket landen. Und wie gesagt, wir nutzen Skripte, das ist unter anderem Teil von meinen Kursen, wo wir dann eben von vornherein sehr viel wegschalten, um dann vielleicht saubere Resultate zu kriegen. Man kann es philosophisch sehen, mir ist der Schmutz in meinem MVP-Paket egal. Es gibt aber auch einen sehr netten weiteren Ansatz, nämlich die Templates. Und viele wissen noch nicht mal, dass es die gibt, also gerade die sich autodidaktisch so anfangs mit MVP beschäftigt haben, die kennen den Menüpunkt nicht, die wissen nicht, dass es hier im Sequencer so einen Punkt gibt, Vorlage speichern, Vorlage laden. Und der Punkt ist halt, hier kann ich relativ viele Exclusions definieren, also zum Beispiel Kunden mit eigenen Virenscannern und mit einer SCCM-Verteilung, wo dann der SCCM-Client sogar auf dem Sequencer installiert ist oder irgendwelche Citrix-Services. Also wir haben schon AdV paketiert auf Systemen, die mit Provisioning-Services verteilt wurden. Bei solchen Systemen ist es in der Tat so, dass da relativ viel Schmutz in so einem Paket ist. Dann habe ich irgendwelche Logs verzeichnet unter System oder ich habe dann sogar ein leeres Desktop-Verzeichnis. Also solche Sachen mag ich eigentlich überhaupt nicht in meinen AdV-Paketen. Und das Einfachste, das zu lösen, ist eben, dass ich mir so ein Template baue und dann dafür eben Exclusions definiere. Und in dieses Template kann ich eben auch einzelne Dateien exkludieren, die mich in solchen AdV-Paketen stören, oder einzelne Ordner exkludieren, die mich in solchen AdV-Paketen stören. Ich muss dann nur darauf achten, dass ich das Ganze halt vor der Paketierung lade und dann ist das automatisch draußen. Jetzt wurde ich vorhin darauf angesprochen, von einem Kunden, der sagte, ich möchte gerne Templates nutzen, aber ich hätte gerne, dass diese Templates immer automatisch geladen werden. Das kennt er von Vier, da wurden die wohl automatisch geladen, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Hätte er gerne, ja, AdV 5 ist jetzt feature-ready, glaube ich, mittlerweile, wird nicht mehr weiterentwickelt, das wird auch nie kommen, fürchte ich. Müsst ihr dann schon laden und anklicken. Also baut euch dann ein Template, ihr könnt es auch hier im Menü unter Extras definieren, könnt ihr noch weitere Exclusions reinnehmen, speichert das ab für die Dateien und Ordner, die euch stören, und dann habt ihr da ganz, ganz wenig Arbeit mit. Ob das jetzt advanced ist, natürlich schwer zu sagen. So, ich weiß trotzdem nicht, warum mein blöder Stick nicht mehr funktioniert. Das finde ich doof. Naja. Erst funktioniert er, dann funktioniert er nicht mehr, ne? Das ist ein komischer Modus. Naja. Okay. Welche Skriptsprache solltest du nutzen? Also das ist immer so ein wichtiger Punkt. Man macht sich viel Gedanken, gerade große Unternehmen gehen dann schnell in die Richtung und sagen, ab jetzt muss alles mit PowerShell passieren. PowerShell ist das Nonplusultra. Und gerade bei AdV-Paketen ist es so, klar kann ich direkt in meine Deployment-Config oder in meine User-Config.xml auch PowerShell-Skripte ansprechen, aber selbst mit dem Switch Hidden wird immer wieder so ein kleines Fenster aufpoppen. Und
an der Stelle ist es relativ interessant, wenn man sich das mal, wenn man sich mal die Alternativen anschaut. Also was ich finde ist, dass gerade auch beim IT-Personal in der Paketierung CMD immer noch jeder kann und so ein bisschen VBS kann jeder nachvollziehen. Und genau dieser kleine Block hier, den nutzen wir halt ganz häufig, wird genutzt dann an der Stelle von uns, um zum Beispiel eine CMD anzusprechen, die im Skriptsverzeichnis liegt oder eben ein PowerShell, was im Skriptsverzeichnis liegt. Das wird dann nämlich in der Tat völlig so gestartet, dass eben keine DOS-Box an irgendeiner Stelle mehr aufblitzt. Und wie gesagt, das passiert leider mit PowerShell. Und was interessant ist, wenn man dann noch ein bisschen tiefer geht, ihr findet auf jedem Windows 10 System im Verzeichnis C Windows System 32 die SyncFV Client, die SyncFV Packaging Server von PowerBS. Und in der steht im Grunde nichts anderes als dieser Block hier. Und da wird nämlich ein PowerShell aufgerufen, nämlich SyncFV Publishing Server, also ein PowerShell Commandlet, Sync-FV Publishing Server und mit dem entsprechenden Servernamen. Und das Ding wird wiederum im Task Manager eingetragen. Also Microsoft nutzt die gleichen Mechanismen, ruft den VBS auf, um dann hinterher was anderes zu starten. Und VBS hat in der Tat auch noch einen anderen großen Vorteil, nämlich, dass es sehr schnell ausgeführt wird. Also es hat ein sehr kleines Engine. Beim PowerShell müssen vielleicht noch Module geladen werden. Also ich weiß nicht, wenn ihr da eine PowerShell in bestimmten Umgebungen startet, das dauert lange. Oder wenn ihr einzelne Skripte in bestimmten Umgebungen startet, das dauert lange. Und das Problem wollt ihr bei FV-Paketen eben nicht haben. Also wenn ich ein FV-Paket starte, dann soll es möglichst schnell da sein. Und da bin ich dann eigentlich immer nicht so ein Freund von PowerShell, außer der Kunde möchte das gerne haben. Und da machen wir dann eben auch vieles in VBS. Also nicht nur diesen Block, sondern halt auch größere Sachen, aber die eine oder andere Geschichte dann eben auch mit dem PowerShell, was dann über so ein kleines Wrapper-Skript aufgerufen wird, damit wir eben keine DOS-Box mehr sehen. Ich weiß nicht, ist das eine interessante Information für euch, frage ich mal so generell? Oder macht ihr das eh alle auch schon so? Oder habt ihr bessere Lösungen? Wäre vielleicht eine Variante, dass man es vielleicht mit No-Profile probiert, aber das Ding ist halt auch, das Engine ist relativ groß und selbst wenn es jetzt nur eine halbe Sekunde verzögert, die halbe Sekunde möchte ich dem User nicht zumuten. Vielleicht ist das falsch. Ja. Kann es ja nicht ganz so schwierig sein. Ja, bitte. Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, das Laden von Modulen zu unterdrücken? Also, das wüsste ich jetzt nicht, kann ich nichts zu sagen, müsste ich nachschlagen. Ne, das weiß ich jetzt nicht. Also No-Profile ist schon eine Variante, ne, das stimmt schon, wo man dann noch einen Switch setzen kann. Das schützt einen aber trotzdem nicht davor, dass da kurz die DOS-Box aufblitzt mit der PowerShell. Wobei, mir hat ein Kunde mal gesagt, man muss die PowerShell nur richtig einsetzen, dann passiert das nicht. Der hat mir aber nicht gesagt, wie, und ich weiß noch nicht mal mehr, wer das war. Und mir ist nach wie vor kein Weg bekannt und wir machen extrem viel mit PowerShell. Ja, das machen wir hier auch. Ne? Also hier letztendlich ist es ein kleines VBS, was das ausblendet. Ne? Also hat den gleichen Effekt. Ja. Muss ich nochmal weiterklicken. Gut. Vergiss die Visual C++ Runtimes. Also das hat mir die Microsoft vorhin in den letzten Session auch schon vorweggenommen, aber vielleicht waren nicht alle in der Sitzung dabei. War das die letzte Session? Notes from the Field, ne? Das war die vorletzte heute Morgen. Da ging es dann eben auch um die Visual C++ Runtimes. Und der Punkt ist wiederum, FV 5.1 SP2 werden die eben automatisch erkannt und werden in das Paket gepackt und werden dann gegebenenfalls bei Bedarf von dem FV-Paket auf dem Client verteilt. Das kann einen negativen Impact haben, bei den Versionen, also wir hatten schon Fälle, wo dann eben FV-Anwendungen nicht mehr funktioniert haben, wenn die ihre eigenen Visual C++ Runtimes mitgebracht haben. Das muss nicht unbedingt das Paket sein, was diese Runtimes mitbringt, sondern kann dann durchaus ein anderes Paket sein. Anscheinend gibt es da irgendwelche exotischen Versionsunterschiede, die nicht berücksichtigt werden. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls relativ etabliert ist es dann eben auch geworden, dass man eben dafür sorgt, dass diese Visual C++ Runtimes
nicht mit dem Paket verteilt werden. Eine Variante ist eben, dass man diese direkt auf dem Sequencer installiert und also möglichst vollständig und zuvor dann halt auch auf dem Client-Gerät. Man könnte natürlich sagen, es gibt hier unter Extras diese Option, dass man das Ganze komplett ausschalten kann. Aber da muss man vorsichtig sein, weil da steht nämlich nicht nur drin, also Visual C++ Runtimes mitpaketieren, sondern eben auch parallele Assemblies. Und da gibt es einige Anwendungen, die auch mitbringen. Und die werden über den gleichen Mechanismus in das System gebracht. Das heißt, wenn ich paketiere und würde diesen ganzen Mechanismus komplett ausschalten, hätte ich eben diese parallelen Assemblies auch nicht. Das sind Komponenten, die die eine oder andere Anwendung braucht. Und die werden auch eben lokal ins System kopiert, auf dem System, wo ich es brauche. Die sind dann eben auch nicht virtualisiert, ne? Also kommen quasi von außerhalb mit dem AppV-Paket auf einem trojanischen Pferd reitend auf unser System. Aber in dem Fall werden die gebraucht. Das Ganze hat allerdings auch noch einen anderen Nachteil, nämlich, dass das ein bisschen Zeit kostet. Also der Tim Mengen hat das mal gemessen, da gibt es ein White Paper von ihm, das ist relativ interessant. Das ist hier zu finden, also ich denke mal, die Folien, die werdet ihr auch kriegen können, müssen wir mal gucken, dass wir die zusammenfassen und dann vielleicht nochmal bereitstellen. Dann könnt ihr auch einfach mal den Link klicken, da gibt es ein White Paper vom Tim, wo er dann eben gemessen hat, wie lange das dauert, wenn man viele Visual C++ Runtimes mit den AppV-Paketen verteilt. Es hat einen negativen Impact auf die Veröffentlichung und darauf, auf den Bereitstellungszeitpunkt von unserem AppV-Paket. Und unterm Strich ist es halt so, dass nicht nur die Visual C++ Runtimes da einen negativen Einfluss drauf haben, sondern zum Beispiel auch Fonts im Paket. Also die werden über ähnliche Mechanismen ins System integriert. Also an der Stelle kann man durchaus die eine oder andere Geschichte halt auch noch zeitlich optimieren, wiederum bei der Paketbereitstellung und nicht nur eben für die eigentliche Laufzeit. Es gibt vom Evan Parker gibt es hier noch eine vollständige Variante. Ich habe die jetzt mal rausgesucht. Ich selber habe so einen kleinen Block geschrieben mit einem PowerShell, was die wichtigsten Visual C++ Runtimes herunterlädt und dann auch installiert. So einen kleinen Automatismus. Aber der hat eben das Vollständige und man glaubt gar nicht, wie viele Komponenten es da gibt. Ich weiß nicht. Also mit meiner kleinen Variante decke ich das meiste schon ab, aber wenn man das gerne wirklich vollständig abgedeckt haben wollte und auch automatisiert abgedeckt haben wollte, dann kann man sich vielleicht mal hier umschauen und sich mal die Skripte vom Aaron anschauen, was er da so gebaut hat. Kennt ihr einer? Hat das mal einer ausprobiert von euch? Ne? Wenigstens eine neue Information für heute von mir. Aber ihr seid so still geworden. Entweder sind die Informationen so langweilig oder... Das ist auch gut. Ja, dann haben wir mit dem Skriptsordner ein Problem, nämlich, dass in den Skriptsordner keine Ordner angelegt werden dürfen. Also ich war zumindest lange Zeit der Meinung, es gibt da wohl doch noch irgendwelche Techniken, aber das ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Letztendlich ist es so, dass ich öfters mal den Bedarf hatte, eben da auch ein bisschen mehr ins System zu kopieren. Also das kann ja so weit gehen, also eine AppV-Anwendung, die nicht laufen mag, die kann man ja quasi auch irgendwie, wenn man wollte, komplett aushöhlen und quasi das ganze Programmverzeichnis und sämtliche Einzeldateien irgendwie über ein Skript wieder ins System kopieren lassen. Klar, hat man keine AppV-Anwendung mehr, aber an der einen oder anderen Stelle waren ähnliche Vorgehensweisen tatsächlich notwendig. Zum Beispiel bei COM-Objekten, die an ganz bestimmten Stellen registriert werden mussten, weil die der Meinung waren, vorher über den Prozess den Pfad auszulesen oder ähnliche Geschichten. Da haben wir wirklich einiges erlebt. Und ich hatte eine Kundensituation irgendwann mal, wo wir einen ganzen Lizenz-Client mit dem Paket installieren mussten, weil der irgendwie, weiß ich nicht, als COM-Plus-Komponente kam, aber naja, letztendlich, der bestand aus mehreren Batch-Dateien, die ausgeführt werden mussten, aus einer riesigen Dateisammlung mit Ordnern und so weiter. Und die Lösung bestand dann an der Stelle darin, dass ich hier so ein VBS gebaut habe. Das findet man, ich glaube, auf meinem englischen Blog habe ich das veröffentlicht. Das ist hier von 2016, was hier mit so einem Archiv arbeitet. Das heißt, ich habe alle Ordner und Dateien, die ich in irgendeiner Form gebraucht habe, in so ein ZIP-Archiv gepackt, das Ganze komprimiert und habe dann dieses VBS-Skript ins Skriptsverzeichnis gelegt und habe zusätzlich so eine Batch-Datei auch direkt ins Skriptsverzeichnis gelegt, glaube ich. Also es gab zwei Varianten von dem Skript. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche das war.
Bei einer Variante legt man Install-CMD dann auch ins ZIP-Verzeichnis, bei der anderen Variante wird Install-CMD direkt ins Skriptverzeichnis gelegt. Und dieses kleine VBS ist in der Lage, das Ganze dann auszupacken. Das packt das hier nach ins Temp Directory, nach Temp Inst aus, packt das aus und und führt dann hinterher diese Installation CMD aus. Und damit hat man das Problem umgangen. Das heißt, in dieser CMD-Datei steht dann alles Notwendige drin, um dann quasi die einzelnen Dateien wiederum an die entsprechenden Stellen ins System zu kopieren. Und je nachdem, in welchem Kontext man das ausführt, wird das eben auch mit Systemrechten ausgeführt. Das heißt, ich kann hier wirklich auch zum Beispiel Treiber über solche Geschichten installieren, die Systemrechte brauchen. Also wenn ich das Glück habe und kriege so ein Treiber-Setup als MSI und das ist schon signiert, umso besser. Na, wenn nicht, hat man natürlich das ein oder andere größere Problem, um das Kram dann eben da reinzukriegen. Aber letztendlich ist das eine relativ einfache Lösung. Findet ihr, wie gesagt, auf andreasnick.com. Da gibt es dieses Skript und das baut man dann in der Form direkt ins FI-Paket ein und wird relativ leicht eingebunden. Also kriegt dann, ja, ist jetzt nicht so eine schöne Fahrtangabe. Eigentlich sollte man den voll qualifizieren. Also kein schönes Beispiel von mir. C Windows System 32 CMD.exe sollte hier drin stehen. Wäre ein bisschen schöner. Da wird die 64-Bit-Variante gestartet. Und dann verweist er hier auf das AppWi Package Root, geht ein Verzeichnis höher und da findet er dann das Skriptsverzeichnis. Im Skriptsverzeichnis findet er Install VBS. Und VBS hat übrigens auch noch ein paar mehr Parameter, unter anderem halt, um dem mitzugeben, dass das wirklich ein VBS sein sollte. Aber in der Form funktioniert es auch. Ich glaube, ich habe irgendwas Altes kopiert. Heute mache ich das ein bisschen anders. Nicht mehr, funktioniert das auf jeden Fall auch in der Form. Aber wie gesagt, heute kriegt das Ding nochmal ein paar mehr Parameter. Und eigentlich braucht man nicht über eine CMD.exe gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das so gemacht habe. Es reicht hier C-Skript oder W-Skript.exe hier oben. Ich weiß nicht, warum ich das so gemacht habe. Aber es fällt mir jetzt gerade eben erst auf. Ich denke mal, ist okay für euch. Genau, hier findet man nochmal den Rollback. Mit dem muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Eigentlich, wenn nämlich Rollback auf False steht, dann würde er dieses Skript ignorieren, wenn da irgendein Fehler auftritt. Naja, aber kennt ihr. Altes Eisen, denke ich mal. So. Ja. Nutze AppWi zum Link-Management. Nutze AppWi zum Link-Management. Und da habe ich in der Tat ein Tool gebaut. Das sieht so aus. Aber warum macht man das überhaupt? Also die Idee, muss man ein bisschen weiter ausholen. Das war ein Kunde, der hat Xen-App 6.5, glaube ich, war das noch im Einsatz gehabt lange, oder 6.0. Und unter Xen-App 6.5 war es eben möglich, im Administration, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, ne? Presentation Studio, Citrix hat so oft die Namen geändert, also damals im Studio-Äquivalent eben so ein Link-Management zu betreiben. Das heißt, ich konnte damals dort Dokumente ablegen und verlinken. Ich konnte damals dort auf PDFs verweisen und auf verschiedene andere Gerätetypen. Und der Kunde hatte davon über 200 Stück. Das heißt, er hatte 200 Links in seiner Umgebung und zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen neuen Support mit Xen Desktop 7. Xen Apps, Xen Desktop 7 hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Support. Mittlerweile haben sie den eingebaut, kann aber nur über PowerShell benutzt werden, soweit ich weiß. Ist noch nicht in der GUI. Das heißt, ich kann heute über PowerShell wiederum ein bisschen Content Management machen. Ich glaube, keiner tut das. Aber letztendlich ist es so, die hatten das an der Stelle in ihrem Produkt drin und hätten das gerne wieder gehabt. Und da sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir da nicht einfach leere Anwendungen? Das heißt, wir haben quasi leere AppWi-Hüllen gebaut oder bauen müssen, wo dann eben nur Verknüpfungen drin definiert waren auf den entsprechenden Content. Und dieser Content wurde wiederum über lokal abgelegte Dateien aufgerufen. Das heißt, ich habe lokal irgendwie eine CMD oder eine Batch-Datei liegen gehabt, die dann eben einen Acrobat-Reader startet und habe dann in dem AppWi-Paket auf diese lokal abgelegte Datei verwiesen. Für diesen Kunden. Und das hatte ein paar ganz praktische Vorteile. Also ich habe ein relativ kleines AppWi-Paket bekommen,
was dann, wo ich dann noch eine kleine Textdatei reingelegt habe. Irgendwas hatte ansonsten nicht funktioniert, aber ansonsten war es ein relativ kleines FI-Paket, was eben nur eine Verknüpfung mitgebracht hat auf diese lokal abgelegte Batch-Datei. Und über diese Batch-Datei wurde dann wiederum zum Beispiel ein Acrobat-Reader gestartet und dann letztendlich auch der entsprechende Content. Und anschließend haben wir so ein kleines Tool dafür gebaut, was eben genau sowas erzeugt. Das ist dieser FV-Shortcut-Creator, den gibt es auch auf dem englischen Blog. Den habe ich heute auch noch mal dabei. Wenn wir noch ganz viel Zeit haben, zeige ich euch den noch in der virtuellen Maschine. Und der arbeitet aber ganz interessant, weil der hat hier oben so ein kleines Template für verschiedene Anwendungsfälle. Und man kann dann hier ein Application Name festlegen. Dann kann hier festlegen, wo das im Startmenü erzeugt werden soll. Man kann die Target Application festlegen, hier wscript.exe. Und man legt hier das Argument fest, also dieses c-startup-weblauncher.vbs liegt dann lokal, muss natürlich dann auch lokal auf jedem Client liegen. Rein theoretisch könnte das aber auch ins Paket gelegt werden. Ich wüsste eigentlich nicht, was dagegen spricht, wenn man die Sachen nicht lokal haben möchte. Und man hat hinterher diesen entsprechenden Shortcut. Und das Ganze wird ausgeführt auf dem Sequencer. Und dann wird quasi über einen automatischen Sequencing-Prozess dann dieses leere Paket gebaut, was dann eben nur eben diesen entsprechenden einen Shortcut erzeugt. Und letztendlich hatte ich hier noch eine Möglichkeit eingebaut, dass man hier zum Beispiel diese Argumente und diese einzelnen Elemente dann noch ändern darf und dann über den Save-Parameter dann eben auch als neues Template speichern. Das heißt, wenn man verschiedene Anwendungsfälle hat für sowas, konnte man das speichern. Und der Vorteil ist eben, wenn ich so ein Paket in der Microsoft FV-Infrastruktur importiere, dann sehe ich natürlich die einzelnen Verknüpfungen auch wiederum auf dem Management-Server. Ich kann die duplizieren, kann weitere Verknüpfungen einstellen und kann dann zum Beispiel auch für diese Applikation, die lokal liegt, weitere Webseiten hier könnte ich dann zum Beispiel eintragen. Also das könnte ich dann in der Tat auch ohne FV-Paket direkt auf dem Microsoft FV-Publishing-Server machen. Das ist hier quasi nur eine weitere Ausprägung davon. Also letztendlich haben wir diese Citrix-XML-Dateien genommen, wo ähnliche Argumente drin lagen, ne? Also letztendlich ging es dann immer nur um den Content und haben natürlich eine Automation drum gebaut und hatten damals noch nicht diese GUI, aber letztendlich, als wir hinterher fertig waren mit dem Projekt, hat sich der Kunde was gewünscht, womit er das weiterhin in der Form bauen kann, und dann habe ich ihm halt diese GUI gebaut und dann später auch irgendwann veröffentlicht. Der Punkt ist, ich kriege dann hier letztendlich Just-in-Time Verknüpfung im Startmenü angelegt, unter einem bestimmten Verzeichnis vom FV Publishing Server gemanagt und berechtigt für bestimmte Benutzergruppen, das heißt, nicht jeder muss jeden Content sehen, wo ich Dokumente aufrufe und Dokumente leicht wiederfinde. Das heißt, ich habe hier quasi in FV integriert so ein vereinfachtes Dokumentenmanagementsystem. Also Dokumentenmanagement ist natürlich auch mal mit Versionskontrolle und so weiter, also nicht falsch verstehen jetzt, aber ich habe eben die Möglichkeit, im Windows-Startmenü auf Unternehmensdokumente zu verweisen und kann die hier relativ leicht mit diesem Tool bauen. Kann hier auch noch sagen, ich möchte dazu sogar eine Startmenü-Verknüpfung haben oder ich möchte eine Desktop-Verknüpfung haben. Und verwalte die dann quasi mit meinen anderen FV-Paketen im FV-Publishing-Server. Vielleicht für den einen oder anderen interessant an der Stelle, FV nicht nur für Anwendungen zu benutzen, sondern auch dafür. Also ich finde ja gerade so, womit man Kunden ganz oft beeindrucken kann, gerade die jetzt noch nicht wirklich viel mit FV zu tun hatten, nimm mal 10 Anwendungen, schreib mal so ein kleines PowerShell-Statement, um diese 10 Anwendungen mal so eben zu importieren und dann mach ganz schnell das Windows 10 Startmenü auf. Ja, mit einmal sind die da, plop, 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 plop. Ne? Nächster Befehl, plop, 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 sind die wieder weg. Also dieses Shortcut-Management, das funktioniert eben mit FV ganz, ganz wunderbar, was bei vielen Anwendungen eben nicht so schön funktioniert, wo man sich eben überlegt, wie baue ich das Startmenü auf, wie regle ich das jetzt an der Stelle. Und da haben wir halt die Möglichkeit, das eben auch noch für Shortcuts zu machen. Ob das jetzt wirklich advanced ist, ich vermute mal schon. Ich denke mal, das geht in die Richtung. Hoffe ich. So, mal gucken, was ich noch habe. Wie viel Zeit haben wir noch? Erst eine halbe Stunde rum. Was machen wir den Rest der Zeit? Verlassen der virtuellen Blase. Ja, mit solchen Problemen wie Shortcut-Management und externen Anwendungen, die wir aufrufen, haben wir natürlich ein anderes Problem. Muss denn meine Anwendung dann überhaupt noch in der virtuellen Blase laufen? Also letztendlich ist es so, wenn FV ein Shortcut erzeugt auf eine lokal installierte Anwendung, dann startet der natürlich auch immer einen virtuellen Prozess.
Ich muss wirklich langsamer reden, ne? Wahrscheinlich, ne? Startet er in der Tat einen virtuellen Prozess und zumindest was zu trinken hätte ich hier haben sollen. Aber das noch Sebastians Bionade, glaube ich. Nee, ist gut. Alles gut. Also es ist so, ich möchte vielleicht, es gibt vielleicht Gründe, warum ich die virtuelle Blase wieder verlassen möchte. Und irgendwann bin ich auf diese Lösung hier gekommen und ich weiß nicht mehr wirklich, wo die herkommt. Also es ist nicht von mir. Und ich glaube, ein Kunde hat mir die damals zugeschickt, aber das war eben die Lösung dafür. Das heißt, ich möchte ein Skript aufrufen, was aus dem App-V-Skript heraus eine Anwendung startet, die dann außerhalb der virtuellen Blase gestartet wird. Wo ist das interessant? Also ich könnte zum Beispiel an der Stelle eben auch vielleicht einen Background-Prozess gebrauchen. Das heißt, dass ich eben möchte, dass außerhalb der virtuellen Blase ein Background-Prozess läuft, obwohl ich das ganze Ding innerhalb der virtuellen Blase starte. Oder an irgendeiner Stelle kommt eben die virtuelle Blase auch immer wieder zum Tragen. Und das ging an der Stelle in der Tat relativ einfach über so einen WMI-Aufruf. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über WMI-Process einen Prozess zu erstellen. Und dieses kleine Skriptfragment macht eben genau das. Ne? Also Win32 Process Create. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen Prozess wir hier starten. Genau, den Internet Explorer, eExplorer.exe. Wird quasi dann außerhalb der virtuellen Blase als eigener Prozess gestartet. Um dann vielleicht das ein oder andere Problem an der Stelle dafür, damit zu vermeiden, dass das... Ja, bitte? Hätte man das auch mit dem Taskplaner machen können? Vielleicht, ja. Wäre durchaus denkbar, ja. Da muss ich aber erstmal so einen Task einrichten. Ne? Also den muss ich ja dann auch erzeugen. Der Vorteil ist, wenn ich sowas über einen Taskplaner mache... ist eine sehr, sehr gute Idee eigentlich. Der Vorteil, wenn ich sowas über einen Taskplaner mache, wäre, dass ich zum Beispiel mit Systemrechten im Maschinenteil des Skriptes das Ganze administrativ anlegen kann. Das heißt, ich kann einen administrativen Job im Taskplaner anlegen und den vielleicht hinterher im User-Teil antriggern, um dann einen Prozess quasi mit Systemrechten im Nachhinein zu starten. Also das wäre vielleicht nochmal ein interessanter Ansatz, sowas zu bauen. Also in der Tat, im PowerShell-Bereich ist das in vielen Fällen die ideale Lösung, statt für die PowerShell an irgendeiner Stelle selbst verschlüsselt eine Exe zu hinterlegen. Also ich weiß noch, PowerShell Studio, ich hatte mich vorhin kurz mit jemandem unterhalten, PowerShell Studio, ESO Steroids vom Tobias Weltner, Vesus. Da gibt es die Möglichkeit, in PowerShell Studio ein Konto zu hinterlegen. Und dann habe ich das irgendwann mal bei der PowerShell User Group gezeigt und da war der Kamil, den kennst du auch, ne? Kamil war dabei, der hat sich das angeschaut, der hat sich das hat gesagt zu mir, ja, gib mir mal bitte die Datei. Das hat keine 20 Minuten gedauert, dann hat er diese Datei, diese Excel-Datei so umgebaut, dass er beim Draufklicken dann das Admin-Passwort gezeigt hat. Das war dann ziemlich erschreckend. Also in der Tat, wenn man solche Sachen hat, über die Aufgabenplanung ist der einzig sichere Weg eigentlich, um PowerShell-Skripte administrativ sicher starten zu können. Und hier ist eben unsere Variante, wir starten was außerhalb der virtuellen Blase aus einem App-V-Skript heraus, wenn wir es möchten. Ja, bitte? Kann man da nicht einfach auf cmd/c start irgendwas? Vielleicht. Obwohl, das müsste dann eigentlich auch wiederum in der virtuellen Blase gestartet werden. Ich glaube, es gibt insgesamt gibt es so eine Kette. Nach der dritten Anwendung wird die virtuelle Blase automatisch verlassen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich glaube. Beim Startbefehl wurde die virtuelle Blase verlassen. Also bei CMD bleibt sie noch drin und bei Start. Kann sein. Hier geht es sofort. Kann sein. Also, wir haben da ziemlich viel mit rumexperimentiert, aber ich weiß es nicht mehr. Schon lange her. Ja. Das Ding hier startet sofort außerhalb im Prozess, beispielsweise, um auch wiederum das, was ab dem Zeitpunkt in der virtuellen Blase passiert, zu überwachen. Also, ich wollte genau den Teil zum Beispiel mal dafür nutzen, habe es nach wie vor noch nicht umgesetzt, um mal eine saubere Variante zu bauen für die Autostart-Thematik, Autostart und AppV. Ich möchte, dass eine Anwendung automatisch gestartet wird. Das Problem ist, AppV legt zwar im Autostart-Ordner eine Verknüpfung an, aber das erst nach der Synchronisation. Das heißt, wenn ich mich auf einem VDI-Desktop non-persistent anmelde, dann passiert zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht erst die Veröffentlichung, das heißt, die Integrationspunkte werden angelegt. Aber alles, was im Autostart-Ordner existiert, wird zu einem viel früheren Zeitpunkt ausgeführt und dann eben nicht mehr gestartet. Das heißt, ich habe keinen Autostart für mein AppV-Paket.
über solche Skripte kann ich sowas natürlich dann in irgendeiner Form wiederum über externe Skripte abbilden. Das heißt, ich muss dann natürlich dafür sorgen, brauche ein Skript, was irgendwie außerhalb gestartet wird, was schaut, ist die Veröffentlichung schon erfolgt? Und wenn die Veröffentlichung dann erfolgt ist, startet das Skript außerhalb der virtuellen Blase dann die AppV-Anwendung an. Das kann ich in der Tat, also es gibt auch eine Lösung im Internet, irgendjemand hat das beschrieben, mit einer cmd.exe machen, cmd/start zum Beispiel, aber dann habe ich wieder die DOS-Boxen. Die will ich ja nicht haben. Ich kann da zwar min sagen an der Stelle, aber irgendein Prozess läuft dann auch trotzdem und die minimierte DOS-Box sieht der Benutzer unten in seinem Startmenü und er könnte da wieder öffnen und schließen und ja, da müsste ich dann wiederum überlegen, mache ich dann noch ein VBS davor, um das zu verstecken. Aber dann wird es langsam eine lange Aufrufkette und nicht mehr wirklich schön. Das hier muss ich nur einmal starten. Und das macht was Ähnliches. Relativ interessant vielleicht für den einen oder anderen. Ja, das ist gerade dazu eingefallen. Ich glaube, bei PowerShell heißt das, neben No Profile gibt es noch No Window. Windows Style Hidden heißt der Befehl, aber der blitzt trotzdem kurz eine DOS-Box auf. Mit den Exe-Dateien aus den ESE Steroids passiert das übrigens nicht mehr. Immer noch eine schöne Möglichkeit. Also wer es nicht kennt, das solltet ihr euch vielleicht mal angucken, gibt es in der PowerShell Gallery, kann man sich mit install-module, ESE Steroids, kann man sich das runterladen und ergänzt die ISO um diverse Funktionen. Allerdings möchte der Tobias auch gern Geld dafür haben. Aber es bleibt in Hannover, von daher, für mich ist es okay. Ja, also das Tool lohnt sich wirklich. Ja. Die ist im Juni. Will der ein oder andere kommen von euch? Ja? Ich weiß noch nicht wirklich, ob ich mich anmelde. Bin noch am Überlegen, aber muss mal schauen. So, jetzt sind wir auch schon bald durch. Ich glaube, das war es auch schon. Genau, es muss nicht immer die Deployment-Config sein. Ich meine, lange Zeit habe ich geglaubt, es sind überhaupt keine Skripte möglich, wenn ich die nicht in die Deployment-Config oder in die User-Config XML packe. Ist natürlich völliger Blödsinn. Ich kann auch immer ein Skript nach wie vor direkt ins Paket packen und kann natürlich auch eine Verknüpfung zum Beispiel auf dieses entsprechende Skript dann im Sequenzierungsprozess anlegen. Ich sollte dann eben nur darauf achten, dass es wirklich sauber ist. Das heißt, ich lege eine Verknüpfung auf wscript.exe an und bearbeite dann die Verknüpfungsdatei, lege dann den Pfad auf mein Skript an, was ich dann ins Program-File der entsprechenden Anwendung gelegt habe und verlasse dann den Sequenzierungsprozess und werde sehen, dass ich hinterher eine sauber definierte Anwendung in meinem API-Paket habe, was eben genau dieses Skript aufruft und auch genau das tut, was es tun soll. Also viele Dinge wurden lange Zeit eben immer über diese externen Konfigurationsdateien gelöst, ne? Und da gab es ja dann schnell diese Limitierung, das heißt, ich darf ja nur einmal ein Skript haben für Start Virtual Environment, einmal ein Skript haben für Start Process und jetzt habe ich so eine Anwendung, die kommt mit 5, 6 Einzelanwendungen daher und wie kriege ich das jetzt gelöst? Microsoft hat damals, glaube ich, noch einen Script-Runner gebaut und dann vielleicht zumindest ein paar mehr Skripte auf ein Element zu triggern, aber vieles ist dann an der Stelle doch einfach und pragmatisch so zu lösen, dass ich das Skript einfach, was ich brauche, in VBS zum Beispiel schreibe, direkt ins Programmverzeichnis lege und die Verknüpfung dementsprechend ändere für meine Anwendung, dass eben dieses Skript aufgerufen wird. Und dann habe ich dieses Thema externe Skripte an der Stelle eben überhaupt nicht mehr. Also ich gehe mit Skripten und Skripten, also mit Anwendungen, die über Skripten gestartet werden, im AppV-Paket, im AppV5-Paket, genauso um, wie mit Skripten, die halt über externe Konfigurationsdateien gestartet werden. Und damit vereinfache ich mir das Thema ungemein. Wie gesagt, das Einzige, worauf ich wirklich achten sollte, ist, dass ich diese Verknüpfung auf eine existierende Exe-Datei definiere. Da kommt noch ein anderes Problem hinzu, was man vielleicht auch nicht so schnell auf dem Schirm hat. Wenn ich zum Beispiel 2, 3 verschiedene Anwendungen über cmd.exe oder über wscript.exe starte, dann werden die nicht mehr sauber reportet. Das heißt, wer die Reporting-Services aus dem AppV heraus nutzt, um dann zum Beispiel die Nutzungsdauer und die Nutzung zu zählen, das passiert dann hier nicht mehr. Da muss man sich überlegen, ob man aus dem wscript nicht wscript 1, wscript 2, wscript 3 oder sowas macht, weil AppV definiert dann jeweils für so ein Einzelelement eine Application. Im AppV-Paket, die kann man sich auch angucken, dann ist das auch sauber im Paket enthalten, das Ganze, und wird auch sauber entsprechend verarbeitet. Die Lizenzen werden dann auch sauber gezählt, das funktioniert mit den Skripten selber übrigens nicht so.
Und ansonsten wird das Ganze über die FTA, über eine FTA erledigt, was dann natürlich nicht so schön ist. Ne? Also letztendlich kann ich hier an der Stelle schon einiges tun. Also während der Sequenzierungsphase und habe dann vielleicht an der Stelle auch viel, viel weniger Arbeit, anstatt hinterher die externen Konfigurationsdateien zu bearbeiten. Und wenn ich Skripte dann doch noch über die externen Konfigurationsdateien machen möchte, also es gibt ja auch den einen oder anderen Grund, wie zum Beispiel im Maschinenkontext mit Systemrechten sowas auszuführen, dann habe ich die Möglichkeit, aber solche Skripte auch direkt im X-Manifest abzulegen. Da gibt es auch einen Editor für, also der funktioniert mal gut, mal nicht so gut, da muss man ein bisschen mit experimentieren, aber letztendlich, Microsoft macht es zum Beispiel beim Office genauso. Also im Microsoft Office 2016, 2010, 2013, da findet man überall so einen Skriptsblock und da wird eine Installation ausgeführt, den Licensing-Dienst außerhalb des FV-Pakets installiert, damit es dann sauber läuft und auch schön sauber die Lizenzen zählt. Habe ich noch was? Ja, genau. Das ist eben genau das Thema. Jetzt habe ich schon vorweggegriffen. Hier sieht man das eben im AppX-Manifest von Microsoft Office und hier wird ein Licensing-Client installiert und ich glaube, wegen dem letzten Stichwort habe ich extra diese Folie hier noch eingefügt, damit man sich das hier nochmal anschauen kann. Das heißt, wir haben hier immer diese AppV-Tags vorweg und rein theoretisch könnte man es auch mit dem Notepad bearbeiten, aber ich sage euch, dieser Syntax, den man hier braucht, der ist äußerst empfindlich. Muss er schon so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vorsichtig sein. Auch mit den Beispielen, die teilweise in der Datei drin liegen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, wo dann Package Root statt AppV Package Root steht. Und das kann dann schon etwas Zeit kosten, wenn man sich wundert, warum die Skripte nicht ausgeführt werden. Das liegt eben genau daran. Ja. Aber wie gesagt, das ist hier eine Geschichte, die aus dem Microsoft Office kommt. Und der Block ist da 1:1 ausgeschnitten. Und diese Skripte werden natürlich auch ausgeführt und das sind wiederum, die sind wiederum gleichwertig zu den externen Skripten. Auf jedem System wird auch immer, je nachdem wie es veröffentlicht wurde, entweder im Systemprofil oder unter im All-Users-Profil oder im Benutzerprofil, eine Deployment-Config generiert, auch wenn keine angegeben wurde. Und da findet man diese Informationen dann wieder. Ne? Also letztendlich für das AppV-Paket, das kann man sich mit PowerShell auch anzeigen lassen, wo die liegt. Kann man sich das anschauen, da findet man die Sachen wieder, ist gleichwertig, er generiert dann quasi die entsprechenden Informationen daraus und da findet man das dann wieder. Und es ist vielleicht eine Alternative, ich brauche keine externen Konfigurationsdateien. Es gibt Kunden, die sich das gewünscht haben, kostet mehr Arbeit, aber wie gesagt, ich brauche dann nur noch die AppV-Datei, ne? Nichts weiter mehr. Genau, okay, wie sind wir denn zeitlich? Ah, okay. Wir kriegen die Zeit doch gut rum. Hast du gerade getwittert? Habe ich das schon? Ja, das stimmt. Das habe ich schon getwittert, ja. Ihr dürft auch gerne Fotos von mir machen. So der eine oder andere wird mich freuen, um dann... ja, genau. Also eine Variante, vielleicht kennst du ein oder andere schon, ich habe die Möglichkeit eben PowerShell-Skripte Base64 zu encodieren. Dieser kleine Block macht genau das, das ist so eine PowerShell-Funktion, die kriegt als Parameter so ein PowerShell-Skript, das wird dann in so einen Klammeraffenbereich in PowerShell gehüllt. Diejenigen, die sich mit PowerShell beschäftigt haben, kennen das. Und ich kriege dann hier so eine Zahlenkolonne raus, das ist diese hier, jetzt kann man das gar nicht lesen, ne? Ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kriege dann hier so eine Zahlenkolonne raus, die sieht so aus und das ist quasi in PowerShell-Skript Base64 encodiert. Und das, dieser Block, den ihr jetzt hier nicht lesen könnt, das ist im Grunde hier genau so ein Maschinenpart. Also hier habe ich erstmal Maschinenskript stehen, add package, dann parse PowerShell.exe, auch wieder nicht voll qualifiziert. Argument, Windows-Style hidden, also hier habe ich wieder das Problem. Ne? Ich packe es jetzt nicht nochmal in VBS. Und no profile, über den Parameter haben wir vorhin schon gesprochen. Und habe hier noch die Möglichkeit, und gebe dann hinterher weiter mit encode comment, kann dann hier diesen Block, diesen Skriptblock quasi Base64 encodiert, direkt reinpacken. Und das kann wirklich umfangreich sein. Also ich habe jetzt die Grenzen noch nicht ausgetestet, aber 20, 30 Zeilen PowerShell-Code sind problemlos möglich, um dann auch wirklich komplexe Sachen abzudecken. Und das Schöne ist, wenn man das so macht, ihr braucht eben das AppV-Paket nicht mehr anzufassen. Ne? Also wenn es eben darum geht, so kleinere Änderungen zu machen, weiß ich nicht, ich möchte jetzt eine ODBC-Einstellung ins Paket reinblasen oder sowas,
geht das über die externe Konfigurationsdatei und ich habe damit sehr, sehr wenig Arbeit und muss eben nicht nochmal den Sequencer starten. Vielleicht kennst du der ein oder andere schon. Also ich habe es auch extern irgendwann mal kennengelernt. Ich weiß aber auch nicht, woher die Idee kam, so zu machen. So. Genau, kleine Demo. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ah. Ist Trojaner-Technologie. Funktioniert auch für einen Bitcoin-Miner, definitiv. Kommt in großen Umgebungen mit 50.000 Clients sehr gut. Ja, die muss ich eben explizit angeben, entweder über die PowerShell-Veröffentlichung oder über die PowerShell oder das PowerShell-Adding, ne, gebe ich ihm eine mit, oder in der Microsoft AP Publishing-Infrastruktur muss ich die importieren, nochmal explizit. Ne. Das weiß er von sich aus nicht. Ich muss die qualifizieren an irgendeiner Stelle, muss ihm diese Konfiguration, diese Information mitgeben. Ne, okay. Ja, also das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also Deployment ist quasi die allgemeine große Konfiguration, die jetzt erstmal für alle gilt, mit dem Maschinenteil, ne, und mit dem User-Teil. Der User-Teil gilt für alle und die User-Config ist die zweite Form der Datei, gilt dann wiederum nur für eine bestimmte Benutzergruppe. Ne? Also muss aber für mich auch sagen, bis ich das Konzept verinnerlicht habe, habe ich auch lange gebraucht. Also muss ich da schon ein bisschen intensiver mit beschäftigen, um das dann, denke ich mal, auch entsprechend zu verarbeiten. Und da läuft doch oft viel falsch, ne? Gerade auch über die Publishing-Server-Infrastruktur. So, jetzt habe ich noch eine kleine Demo vorbereitet. Wir haben noch eine Viertelstunde jetzt dafür. Muss ich mal gucken. Und zwar, ach so, das ist jetzt ein bisschen zu früh gewesen. Das andere hier aufmachen. Und zwar haben wir mal was gebaut, auch unter anderem Teil von meiner AppV-Schulung für das Thema Firewall-Regeln. Das heißt, ein AppV-Skript, was Firewall-Regeln bei der Veröffentlichung setzt und mit dem Unpublishing wieder wegnimmt. Na, wir haben einen Kunden, für den war das wichtig, bei dem machen das viele Anwendungen. Da wird wahnsinnig viel Zeit und Aufwand reingesteckt. Aber ich denke mal, für viele Client-Umfelder ist da auch ein relativ großer Bedarf, weil kaum einer schaltet da die lokale Firewall aus und die Datenbankanwendungen sollen ja trotzdem in der einen oder anderen Weise funktionieren. Und dafür haben wir was gebaut. Jetzt mache ich das mal hier so. Das zeige ich euch gleich, wie wir das gemacht haben. So sieht das aus. Genau, das ist jetzt einfach nur mal für den Test. Und F5, starte ich mal den Teil hier. F8. Jetzt habe ich mein Paket schon veröffentlicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu früh. Ich hätte euch erstmal die Firewall-Regeln zeigen sollen. Aber wenn ich das jetzt hier aufmache, Advanced Settings, dann sehe ich hier Outbound Rules, sehe ich hier Block App wie Firefox. Das ist die Regel, die ich quasi gerade über ein Skript hier reingeblasen habe. Und das Ganze passiert über so einen kleinen Mechanismus. Ich habe hier einmal so ein Run-Hidden-Skript, wie ihr das schon vorhin gesehen habt, so als Einleitung, um eben das weitere Skript, was dann die eigentliche Aufgabe erledigen soll, zu verstecken. Und zwar einmal zum Adden der Firewall-Regeln, einmal zum Verschwinden lassen. Es gibt mittlerweile eine viel bessere Lösung bei dem Kunden, aber erstmal habe ich das Ganze jetzt hier so stehen lassen. Man muss jetzt auch nicht zu weit gehen, wir wollen auch das eine oder andere verkaufen. Und das Gleiche habe ich dann wiederum zum Löschen und wir haben ein Skript, was dann hier quasi die ganze Arbeit erledigt. Na, ist nicht so schön. Set Firewall. So sieht das aus. Hier unten findet man die entsprechenden NetSH-Befehle. Das geht bestimmt mit PowerShell heute schon wieder alles besser, aber ich habe halt nach wie vor auch an der Stelle bewusst auch DOS gewählt, eben weil es jeder versteht. Die meisten kennen eben die entsprechenden Befehle, die das schon mal in irgendeiner Form eingesetzt haben. Und damit kann ich dann über einen entsprechenden Parameter entweder die Firewall-Geschichten einschalten oder löschen, was hier gemacht wird.
Remote Port 40443 Action Block wird für die Applikation, haben wir hier oben, Firefox.exe im VFS gelöscht. Und das Besondere an der Stelle ist, Firefox startet ganz viele Instanzen. Ne? Also normalerweise möchte man ja sagen, reicht es eben, die Instanz im Integrationspunkt zu setzen, weil normalerweise wird die als Prozess angezeigt. Also wenn ich mir über Get Process die Pfade anzeigen lasse, sehe ich eben genau die Instanz im Integrationspunkt. Firefox startet aber weitere Instanzen. Wie das ausschaut, zeige ich euch gleich. Firefox startet hier eben weitere Instanzen. Wir müssen das jetzt einmal veröffentlichen. Auch wieder F8. Dauert einen Augenblick. Also die Skripte wurden schon mit dem Add-in hinzugefügt. Und wir müssten jetzt hier irgendwo einen Firefox haben. Ich hoffe, der ist das. Dauert einen Augenblick. Genau. Kommt natürlich hier nicht nach draußen. Versucht NIC-IT aufzurufen. Das ist eben schon der, den ich für AppV gebaut habe. Wenn ich jetzt einmal aufrufe, get-appv virtual process, sieht man die Problematik. Hier sind eben mit einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 virtuelle Prozesse gestartet worden. Und ja, das mag sein, aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, auf welchen ich die Firewall-Regeln nutzen soll. Ne? Das ist eben hier die Problematik. Und dann Pass, dann sehe ich eben die Pfade und hier sehe ich eben, das verweist hier überall direkt in den Package-Cache und nur einmal in den Integrationspunkt. Und das ist eben hier das Problem. Also richtig ist eben der Pfad im Package-Cache, den muss ich angeben. Und dieses CMD-Skript, was ich hier liegen habe, das sucht sich den quasi alleine raus, indem ich hier eben ab dem Virtual Root den Pfad auf die Exe angebe und dann klappt das auch. Ne? Leider kann ich euch jetzt nicht zeigen, dass der wirklich blockt, das tut er aber. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Meine Webseite ist ausgefallen, aber ich habe ja auch leider keine Internetverbindung. So, ich schmeiße ihn mal wieder weg. Nochmal F8. Jetzt ist er raus und zeige euch das noch einmal kurz, wie wir das jetzt hier in die Deployment-Config eingebunden haben. So, das findet ihr hier unten und das sieht dann eben genau so aus. Hier ist diesmal voll qualifiziert, C-Windows System 32 wie Script.exe und dann eben der Verweis hier auf das entsprechende VBS, wo dann, ja, wie gesagt, man könnte es auch schöner lösen. Da gibt sicherlich bessere Lösungen, Möglichkeiten hier das Ganze aufzurufen und zu integrieren. Aber ich habe mich an der Stelle dafür entschieden. Für die Demo reicht es auch aus. Es ist, denke ich mal, auf jeden Fall schon advanced. Also zumindest ein advanced Ansatz, den man für bestimmte Geschichten braucht. In dem Fall ist es eben Firewall öffnen, Firewall schließen. Wichtig ist, an welcher Stelle sowas gemacht wird. Das macht im Grunde nur Sinn, eben hier als Maschinenskript und bei Add Package. Also Publish Package wäre schon wieder dann eine weitere Stufe später. Gut, die greift dann eben bei der globalen Veröffentlichung, aber aus meiner Sicht macht das hier gerade für so eine Firewall-Regel eben nur Sinn, das bei Add Package laufen zu lassen. So, jetzt mache ich das nochmal hier wieder zu. Rausgelöscht haben wir es wieder. Machen wir mal hier einmal kurz auf. So, habt ihr Fragen? Oder habe ich euch erschlagen? Ich hoffe es mal. Okay. Ich merke schon, einige sind eingeschlafen. Nein. Ja, hier nochmal meine Daten. Ihr habt schon am Anfang gesehen. Ich werde euch damit jetzt nicht zu sehr löchern. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr das Kärtchen noch ausfüllen. Ja, bitte. Eine Frage hätte ich nochmal. Ja. Manchmal hat der Kunde relativ große AV-Packages und will eigentlich vermeiden, für eine Änderung von Fix von einer DLL-Datei, die er ins Paket reinbringen möchte, eben den ganzen Sequence-Prozess wieder durchzustarten. Das ist mittlerweile eine Lösung, dass man quasi mehr oder weniger mit dem Editor so eine Datei austauschen kann im AV-Package. Ja, AVE, Application Virtualization Explorer, kann ich da nur nennen. Der wäre eine Variante, obwohl der nicht wirklich supported ist durch Microsoft. Was natürlich auch geht, ist, du kannst diese DLL quasi durch ein Skript direkt ins System kopieren lassen. Ne? Why not? Die liegt dann zwar außerhalb des virtuellen Pakets, aber wird aus der virtuellen Blase heraus gestartet oder angesprochen oder geladen, ne? Je nachdem, was für ein Typ DLL das ist. Also klar, ne? Wenn das Ding registriert werden muss, als COM-Komponente ist das Ding meistens wirklich nicht, auch nicht wirklich so virtualisiert. Ne? Also,
Oft ist der Haken drin, dann sowieso nicht. Aber was spricht dagegen, dann eben diese eine Datei doch irgendwo ins System zu kopieren? Da wird die ja gesehen. Die darf natürlich nicht im Paket existieren. Wenn's, also klar, wenn du Dateien hast, die sich häufig ändern, ne, dann ist das ein Weg, weil Copy on Write funktioniert für DLLs nicht. AVE nein. AVE nein. Also ich meine, klar, du kannst ja heute mit dem Sequencer auch, also für eine einzelne Datei, wenn du weißt, wie es geht, also ist ein bisschen tricky, geht das auch mit dem Sequencer im Editierungsmodus. Und den kannst du dir mit dem ADK heute auf deinem Desktop installieren. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche Einschränkungen mit sich bringt. Ich glaube, den Filterdriver lädt er ja erst, wenn du mit der eigentlichen Aufzeichnungsphase beginnst vom Sequencer. Und so eine Datei austauschen, das geht mittlerweile auch im Editor-Modus seit 5.1. Aber ist ein bisschen tricky, ne? Definitiv. Sind noch Bugs drin, ne? Aber das wollt ihr wahrscheinlich, will Microsoft wahrscheinlich nicht hören. Aber nach wie vor auch beim Bearbeiten der Shortcuts kommen immer wieder irgendwelche Fehler hoch. Ist es weg, ja. Ja, das ist, da muss man sehr aufpassen, ja. Das ist leider so. Beim AVE aber auch nicht besser. Der macht es genauso. Außer die Skripte liegen vielleicht im Epix-Manifest, aber auch schwer zu sagen. Also, ich meine jetzt beim Application Virtualization Explorer, der kann da mehr. Also ist von Gridmetric hat ein Finne geschrieben vor Ewigkeiten. Und ich empfehle den immer bei meinen Kunden. Ich habe, glaube ich, hab für den schon mehr verkauft als der selber in Deutschland. Also meine Kunden haben den alle gekauft, also für 500 Euro. Wobei ich allerdings auch so das ein oder andere Paket im Laufe der Zeit zerschossen gesehen habe von dem. Also das Ding ist nicht fehlerfrei, nach wie vor nicht. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, ja. Oh, noch schöner. Ach, okay. Aber gut, der verkauft ja ein Five-Pack, ne? Also ich glaube dann ein bisschen günstiger für 2000 Euro oder so, Five-Pack. Also allein die Zeit, die man damit spart, das ist schon ein Vorteil. Wobei ich selber nutze halt ganz oft halt auch Autosequencing-Prozesse mit PowerShell. Und in vielen Bereichen kann man eben doch damit sehr, sehr viel wieder erschlagen, ne? Was dann da wieder Zeit kostet. Ja. Wie gesagt, Gewinnspiel, wenn ihr da noch dran teilnehmen wollt, wir haben diese Advanced Installer Lizenz mit dabei. Die wird von der Firma, die Advanced Installer quasi verkauft, verteilt. Dem würde ich die Kontaktdaten dann weitergeben. Und zweimal mein Buch, ne? Also zwei Exemplare. Wer es noch nicht kennt, ich habe die beiden hier, die ich nachher dann quasi noch mal verteilen möchte. Gibt es nur bei Amazon. Und bei mir zur Not, wenn ihr nicht bei Amazon kaufen möchte. Ja, dann bedanke ich mich. Wenn ihr noch andere Fragen haben solltet, dann sprecht mich gerne an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön.